Hola, und ich komme jetzt auch mal endlich mit so einem Sprechvideo und ich wollte einfach mal Danke sagen. 2023 war einfach so krass. Es ging einfach so schnell. Ich dachte mir so Anfang 2023, ja, das Jahr wird jetzt mega lang gehen und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es jetzt nicht so krass wird. Aber oh mein Gott, ich bin einfach so gestaunt, was alles so passiert ist. Ich war so oft in den Urlaub und ich habe einfach mit YouTube angefangen und ich habe mir so eine, wir haben wirklich, ich habe so eine krasse, liebe, nette Community. Klar, es gibt manchmal Hater, aber die werden mich eh nicht kaputt machen. So, die interessieren mich jetzt echt nicht, ganz ehrlich. Also, die können mir gar nicht sagen, das ist Internet. Das interessiert mich nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich mich bedanken, weil wir haben einfach bald schon die 7K. Und ja, andere haben etwas später als ich angefangen und haben jetzt gefühlt schon die 10K. Aber ich bin einfach, das ist mir egal. Ich hatte halt zwar einen Shadowban, aber ich bin halt trotzdem glücklich mit den fast 7K. Und ich habe zwar immer noch ab und zu einen Shadowban, aber ich finde halt einfach, YouTube ist zu meinem Hobby geworden. Und es macht halt einfach sowas von Spaß, Videos zu bearbeiten. Und ich hatte zwar manchmal so Momente, wo ich einfach keine Motivation hatte, Videos zu bearbeiten. Aber langsam habe ich gefühlt immer Motivation. Und es macht halt einfach so viel Spaß, für euch Videos zu machen. Nur manchmal verletzt es mich halt, dass ich halt einen Shadowban habe und dann halt meine Videos 23, 40 Likes haben und weniger Aufrufe haben und ich mir unglaublich Mühe für meine Videos gebe. Zum Beispiel, ich bewerte eure Emojis. Kam etwas doof an, aber ja, da saß ich auch eine Stunde dran. Aber egal, ich versuche halt weiterhin meinen Shadowban wegzumachen und ich würde mich halt auch freuen, wenn ihr Copylinks macht. Naja, kommen wir jetzt einfach mal zu den ganzen Bedankungen. Heißt es Bedankungen? Egal. Also ich wollte mich halt erstmal von meinen Familien bedanken. Boah, ich bin gerade so leer, ne? Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist. Okay, fangen wir jetzt einfach mal mit meiner Familie an. Wir fangen einfach mit meiner Schwester an. Also ich fange jetzt nur mit Eltern und Schwester an. Also meine Schwester, sie ist meine Halbschwester und sie ist vor ein paar Monaten ausgezogen, denn sie ist jetzt erwachsen und ich habe sie einfach so unfassbar lieb. Mit ihr kann man so toll lachen, wenn man mit ihr alleine ist. Erlaubt sie halt so Sachen, also nicht schlimme Sachen, aber so ganz chillige Sachen und das ist einfach so toll. Ich habe sie über alles lieb und mit ihr Sachen zu machen in der Stadt, es ist halt einfach so geil. Wirklich, mit ihr kann man einfach, mit ihr ist einfach alles geil. Es ist halt einfach perfekt. Ich habe sie halt sowas von doll lieb. Und ja, falls du das siehst, ich habe dich lieb. Ich weiß, ich habe das jetzt 100 Mal gesagt, aber ja, keine Ahnung. Okay, fangen wir jetzt mit meinen Eltern an. Und natürlich sind sie mir unglaublich wichtig. I mean, es sind meine Eltern. Und sie sind einfach, bei denen kann man einfach noch mehr ich sein. Es ist halt einfach perfekt. Und keine Ahnung, sie erlauben natürlich auch Sachen. Und es ist halt einfach, ich habe sie halt auch so doll lieb. Und wie sie mich auch zum Lachen bringen, bei denen kann ich einfach dumm sein. Man kann sich halt über meine lustige Dummheit einfach lustig machen. Und das ist halt einfach lustig. Man kann sich halt mit denen auch toll unterhalten über Themen und so weiter. Es ist einfach sowas. Nein, ich habe sie einfach lieb. Also wenn ihr das seht, ich habe euch wirklich lieb. Fangen wir jetzt mit meinen Internetfreunden an. Also, oh mein Gott, 10%. Egal. Ich fange jetzt einfach mal mit den Internetfreunden anfangen, mit denen ich halt am meisten was mache. Und halt einfach, die mir sowas von ans Herz gewachsen sind in so kurzer Zeit. Fangen wir jetzt einfach mal mit Mila an. Sie ist halt meine AABIF, sorry. eigentlich läuft's mit ihr auch sehr gut. Ab und zu gibt's halt ein paar doofe Momente. Ja, ich habe sie natürlich auch ganz doll lieb. Natürlich gibt's einen Mini-Streit. Ich möchte auch nicht mehr sagen, weil es ist halt privat. Aber es ist mir, also, ich habe sie ja trotzdem lieb. Natürlich ist halt Streit auch natürlich klar. Aber ja. Mit ihr macht halt einfach Telefonieren so Spaß. Bei ihr kann ich halt einfach sowas von ich sein. Und mit ihr zu zocken, wirklich. Wenn wir MM2 zocken, muss sie immer Spam-Jumpen oder campen. Nee, campen macht sie nicht. Campen ist sie harmlos. Nee. Ja. Ich Spam-Jumpe, glaube ich, auch. Ich weiß es tatsächlich nicht. Egal. Auf jeden Fall
Ja. Ich bin jetzt halt schon mit ihr 2 Monate befreundet. Und ich habe sie halt genau kennengelernt, als ich mit YouTube angefangen habe. Und oh mein Gott, sie ist so sympathisch. Zuerst haben wir Kontakt bekommen. Also wir haben Nummern ausgetauscht. Und dann haben wir halt kurz Kontaktabbruch gemacht. Aber jetzt nicht so, weil wir uns gestritten haben. Aber egal. Und ich war halt sehr sad. Aber dann hat sie sich halt mal wieder gemeldet. Weil es ging halt um ein paar Sachen. Aber mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Sie ist halt einfach, ich habe mich mit ihr zu schreiben. Es ist so geil, wirklich, als ich sie kennengelernt da habe, als ich dann mit ihr geschrieben habe, oh mein Gott, wir haben uns gleich sofort so gut verstanden. Ich hätte es nicht gedacht, ne? Und ja, keine Ahnung. Fangen wir jetzt einfach mal mit meiner IBFF an. Das ist Tilla. Und sie ist halt mega sympathisch, aber sie ist halt gemein. Sie ist halt das tolle Toastbrot, ne? Und ich kenne sie jetzt, glaube ich, auch 2 Monate. Und also wie wir uns kennengelernt haben, das war so cringe, ne? Ich habe sie auf Roblox geedit und ich so, hey, English or German? Das war wirklich so, es war so dumm, ne? Und dann haben wir uns halt auf Discord geedit und irgendwann haben wir dann halt auch Nummern ausgetauscht. Und ja, keine Ahnung, es ist halt auch mit ihr geil. Eigentlich wollten wir uns treffen, aber dann ging es halt doch nicht. Aber ich hoffe halt bald irgendwann, ne? Jetzt mit meiner zweiten ABIF an. Und das ist Annie. Und ich finde halt, sie ist halt auch frech. Aber sie ist eine mega süße. Und mit ihr telefonieren macht halt auch mega Spaß. Und ja, keine Ahnung. Sie ist halt auch perfekt. I don't know, ne? Ich mag sie halt auch auf jeden Fall mega doll. Und ich kenne sie jetzt, glaube ich, auch schon seit 2 Monaten. Ich habe sie halt durch Mila kennengelernt. Und ja, keine Ahnung. Ich habe sie halt auch lieb. Fangen wir jetzt noch eine IF. Also, die kenne ich jetzt noch nicht so lange. Also, die habe ich halt in Roblox kennengelernt. Also, ich habe sie halt nach Kontakt gefragt. Und das ist halt die liebe Lena. Ich joine momentan öfters in MM2 und eigentlich macht es Spaß, mit ihr ein bisschen zu schreiben. Aber ja, ich kenne sie jetzt auch nicht so lange. Ich würde so sagen 3 Tage. Aber sie ist mir halt auch schon ans Herz gewachsen. Natürlich gab es auch mit ein paar Leuten Kontaktabbruch, was auch etwas mich verletzt hat. Aber man kann halt nicht ändern. Vielleicht irgendwann mal wieder Kontakt, man weiß es nicht. Aber ja, ich vermisse sie halt auf jeden Fall. Jetzt kommen wir halt zu meinen Bielfreunden und ich kenne halt eine Leni. Ja, ich war halt schon ein paar Mal mit ihr live und ich habe mich halt auch ein paar Mal mit ihr gestritten, aber es ist ja auch alles supidupi. Auf jeden Fall habe ich sie mega doll lieb und sie ist halt genauso dumm wie ich. ja, keine Ahnung, ich mag sie halt auch mega doll, aber momentan verstehen wir uns einfach supidupi. I don't know, ne? Ich kenne sie jetzt, ich bin jetzt schon mit ihr ein Jahr befreundet und ja. Keine Ahnung, ich kenne, also von der Schule kenne ich jetzt nicht so viele so lange, aber auf jeden Fall mag ich sie halt auch mega doll. Ja. Jetzt halt noch 2 Freundinnen, kenne ich halt, also mit denen bin ich halt befreundet. Also mit denen war ich halt ab und zu befreundet, mit der einen war ich halt ab und zu befreundet, aber jetzt verstehen wir uns halt wirklich viel, viel besser. Das war aber halt erst Ende 4, hier, das war vor den Ferien. Boah, ich kann gefühlt nicht mehr reden. Es tut mir so leid, aber ich bin langsam sprachlos. Ich habe schon so viel geredet. Das macht mich so fertig. Nee, ganz ehrlich, nee. I know, ich mache gerade irgendwelche random Aufnahmen auf, aber ich finde halt gerade keine mehr. Ich habe keinen Bock, die alle jetzt raufzuhauen. Aber da spiele ich halt im Hintergrund mit Tilla und das wird halt auch ein langes Video. Und ja, auf jeden Fall möchte ich halt sagen, dass ich mich halt auch mit dieser Freundin gut verstanden habe. Und ja, I don't know, sie ist halt auch mega sympathisch. Ja, also sie ist mir halt auch schon so in kurzer Zeit ans Herz gewachsen. Gewachsen. Oh mein Gott. Was geht mit mir ab? Nee, ganz ehrlich, was ist das? Nee. Okay, sorry. Ja, wo war ich? Also sie ist mir halt super krass ans Herz gewachsen. Gewachsen, Leute, oh mein Gott. Ja, ich habe ein paar Sprachfehler. Merkt man schon. Ja.
Also, ich weiß halt nicht mehr, was ich labern soll, aber ich wollte halt euch sagen, dass halt 2023 schon einer meiner Lieblingsjahren war. Und ich dachte halt wirklich noch Anfang 2023, es wird so ein scheiß Jahr, ne? Aber es ist halt mega, mega geil. Und da ich halt auch nichts mehr so krasses sagen will, sage ich euch nur noch eine Sache: Macht was draus im Jahr 2024. Denn ihr lebt nur noch ein. Also, ihr. Oh, also ich kann nicht mehr. Denn ihr lebt nur einmal und ihr müsst halt wirklich alle Jahre was Tolles draus machen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass 2024 ein richtig geiles Jahr wird. Ja. Und ja, deswegen wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und ja, ciao, Kakao!